So, hallo, wir machen weiter. Huch, ich habe die Maus wieder ins Bild geschoben. Bei Cult of the Lamb, letztes Mal ist wieder eine brutal viel passiert. Also so viel, dass ich es gar nicht zusammenfassen kann. Also wirklich nicht. Guckt es euch einfach an. Es ist zu viel, was hier los ist. Es ist zu viel, was hier los ist. So, wir haben einen neuen Anhänger. Ah ne, wir haben sogar zwei, weil einer kommt ja, der abtrünnig sein soll. Erzeuge 15. Jetzt haben wir dieses Sündending. Es ist... Wie viel wir mit Sünde machen, weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. So, du kannst mal beim Raffinerieren helfen. Da brauchen wir aktuell mehr. So, und er ist jetzt ein Abtrünniger. Den kann ich also gleich erstmal ins Gefängnis packen, ne? Den Toriul hier. Natürliche Gehorsam. Okay, aber er hat sehr gute Effekte. So, Chef, du gehst zur Farm, aber... Ach nee, du bist gar nicht der. Du bist gar nicht der Abtrünnige, du bist der Abtrünnige. Nee, du bist... Hä? Ihr seid alle noch nicht. Du bist der Boss? Ja. Dann kommt jetzt erst der Abtrünnige. Oh mein Gott, haben wir viele... Viele Dings. Du bist der Abtrünnige, jetzt. Alter, sind das viel. Oh mein Gott, wir werden so Hungerprobleme bekommen. Er ignoriert die Predigten von Abweichlern und ist selbst einer. Perfekt. So, Freund, hier. Abflug. Okay, oh mein Gott. So, Quest abholen. Wer hat mir die Quest gegeben? Hier unten wahrscheinlich einer. Ah, hier. Trainer ist schwer erkrankt. Wo ist Trainer? Hier. Bettruhe. So. Hier liegt ein Häufchen rum. So. Dann haben wir hier wieder Goldbahn. Dann kann ich hier auch wieder Goldbahn reinstecken. Oh, das geht noch schneller jetzt tatsächlich. Ja, sehr geil. Sehr, sehr cool. So, warum macht hier gerade keiner was eigentlich? Ich habe doch jemanden sogar zum... Guck mal, ich habe doch jemanden sogar hier hingeschickt. So, Toriul, du gehst jetzt... Du gehst raffinerieren. Abflug. Hä, hey, jetzt ist hier... Wollt ihr mich veralbern? Oh no, ja. Schlechtes Timing. Ja, ich bin ja schon dabei, Freunde. Räum ja schon alles weg. Ich räume ja schon alles weg. So. Aber sag mal, ich habe doch gerade... Wieso machen die denn nur hier unten? Können die an dem nicht arbeiten? Habe ich das so komisch gebaut, dass die nur noch an einem arbeiten können? Oder was ist los? Felix, wenn ich dich jetzt zum Raffinerieren schicke,
finde. Hey, jetzt wechselt er mit dem. Jetzt quatschen sie. Hier ist auch Raffin. Das war die... Eine falsche Taste. Kann man das rückgängig... Kann man nicht rückgängig machen, ne? Habe ich das jetzt... Habe ich meine Ressourcen jetzt zumindest zurückbekommen? Das ist nicht wahr, ne? Warte. Nee, ich habe 63 Münzen jetzt. Die ich damals da reingesteckt habe in die Warteschlange, das ist jetzt weg, oder? Ich wollte es verschieben. Das ist doch wohl nicht wahr. Das ist doch jetzt wohl nicht wahr. Pass auf, dann setzen wir das jetzt hier hin. Das ist jetzt hoffentlich weit genug weg, sodass die an beiden arbeiten können. So, Nummer 1. Ja, komm, machen wir Inspiration, wenn ich das gerade hier sehe. Okay, geht nicht mehr. Ich will doch mitbauen, Leute. Ah. Nee, Bartman, jetzt gerade keine Quest. So. Und wenn ich jetzt hier... Nein, jetzt... Ermorde Salios. Holy shit. Jetzt wissen wir nicht, ob die an beiden arbeiten können, weil jetzt kann gerade keiner mehr arbeiten. Wir werden es aber bald erfahren. Oh, war das jetzt dumm mit dem... Dass das dann weg... Dass man eine falsche Taste drückt und das ist alles weg. Das komplette Teil inklusive der Ressourcen, die man da jetzt schon reingesetzt hat. Weil indem, dass ich es in die Warteschlange stecke, ist es ja schon so, als hätte man es ausgegeben. Oh, ist das dumm. Also das war ja wirklich super dämlich. So, was ist jetzt hier? Schlafen. Haben wir auch noch nicht gesehen. Okay. So, Freunde, inspirieren. Ganz viel Inspiration hier am Start. Hier, mehr Inspiration am Start. So. Jetzt arbeiten sie an beiden wieder. Da waren die einfach zu nah beieinander. Meine schönen Ressourcen, ne? Super dämlich gelaufen. Super dämlich gelaufen ist das. Okay, ich kann hier umerziehen, dann ist er auch frei. Gottes Willen, was ein doofer Start in den Part. So, du bist free. Ah, ich habe eine Idee.
vielleicht kann man, aber ich glaube, Felix hat jetzt einfach diese Eigenschaft Feigling. Ne? Ich glaube, dann kann ich. Ihn muss ich umbringen, ne, übrigens. Müssen wir in der Nacht dann machen. Felix, Chef. Muss ich dich noch beruhigen? Nein, es ist wieder weg. Es ist wieder weg. Sehr gut. Dann gebe ich dir jetzt das Geschenk. Sehr schön. Level 10, Alter. Sehr nice. Ah, vielleicht... Okay, es könnte sein... Es kommt mir nämlich gerade so. Es könnte sein, dass Shamura automatisch den gewählt hat mit dem höchsten Level. Felix hat eine Quest. Ich habe mich dir verschrieben und bin dir durch dick und dünn gefolgt. Ich bin bereit, mein Engagement zu zeigen. Mach mich zu einem deiner Jünger. Ich werde härter arbeiten als jeder andere. Bitte, Anführer, ich bin dein loyalster Anhänger. Führe das Ritual der Jüngerschaft durch. Das habe ich ja gar nicht. Ach, das hier. Hä, habe ich das schon gehabt? Das kenne ich, kann ich noch gar nicht. Hä, das kenne ich gar nicht. Wo kommt das her? Oder habe ich das jetzt dadurch freigeschaltet? Das war da vorher noch nicht, oder? Bin ich jetzt dumm? Ich glaube, das war da vorher noch nicht. Ja, können wir machen. Können wir machen. Machen wir erstmal Predigt. So. Ja, ganz knapp reicht's wieder nicht. Außer wir können opfern. Wir können opfern. Wir haben zwei alte, ne? Jarna ist alt. Trainer ist alt. So. Trainer ist 45. Jarna ist 5. Jarna ist älter. Wahrscheinlich dann Jarna. Gut, alle Flüche haben wir zusammen. Das heißt, wir können jetzt hier unsere Waffen noch verstärken. Das ist alles, was noch bleibt. Das ist alles, was hier noch bleibt. Wenn wir die Waffen verstärkt haben, war es das. Da ich die Donnerbüchse doch gefeiert habe, werde ich das auf jeden Fall hier erweitern. Erhöhe Reichweite und den Schaden der Donnerbüchse. Klingt super gut. So. Und neue Tafel. Schade. Okay, so, Jüngerschaft. Befördere deine loyalsten Anhänger zu Jüngern. Jünger können unter anderem dabei helfen, mit Abweichern umzugehen. Ja, komm, machen wir. Ich kannte das echt noch. Ich kann tatsächlich... Ach, das geht... Jetzt verstehe ich das. Das geht mit jemandem, der auf Stufe 10 ist. Und vorher geht das gar nicht. Deswegen kannte ich das auch nicht. Plötzlich ergibt alles wieder Sinn. Alter. Alles klar. So. Dann machen wir noch ein Festritual. Dann ist der Hunger auch wieder weg. Der ist nämlich auch wieder am Tiefpunkt. So. Dann machen wir noch ein Pilzritual und dann gehen wir los auf den Kreuzzug. Bevor wir da wieder ewig rumwurschteln jetzt. Es ist alles vorbereitet, mehr kann ich nicht tun. Wenn ich jetzt gegen Felix oder sonst wen kämpfen muss und den dabei töte, ja, dann habe ich Pech gehabt. Aber vorher hole ich mir noch die Quest ab. So. Okay. Bruder.
So, hier schon mal die Quest von Felix. Es ist meine Ehre, dein erster Jünger zu sein. Es ist das Größte für mich, in deinem inneren Kreis aufgenommen zu werden und deiner Herrlichkeit so nah zu sein. Du musst wissen. Es muss dir albern vorkommen, aber für einfache Kreaturen wie uns ist es schwierig, einen Ort zu finden, den man zu Hause nennen kann. Bevor ich herkam, hatte ich ständig Angst. Ich hatte weder Freunde noch Familie. Ich konnte mich bloß verstecken. Aber dann hast du mich gefunden und jetzt? Nun, ich könnte nicht glücklicher sein. Ich werde immer dein loyaler Jünger sein. Was? LOL. Jetzt gibt's hier auch noch mehr Neues zu... Oh. Bruder! Okay, also dann war das wirklich wichtig, das zu machen. Und nicht nur so eine Nebenquest mal eben so. Okay, hier ist alles fertig. So. Okay, vielleicht kriegen wir das sogar noch voll. Dann können wir gucken, was die... Ja, nice. Was das hier ist. Was wir da jetzt noch freigeschaltet haben. Stärkungsschrein der Jünger. Jünger beten an diesem Schrein, um dich auf Kreuzzügen zu stärken. Sammelschrein der Jünger. Die Jünger sammeln Hingabe aus anderen Gebäuden innerhalb des Rates und hinterlegen sie. Bruder. Felix unterstützt mich jetzt auf Kreuzzügen, habe ich gehört. Wie viel kostet das Ding? Ach, 16 Goldblöcke. Schwierige Momente. Das teuerste ist wirklich Anhängerfleisch, ne? Okay, die Fische sind krass. Die Fische sind krass. Ich darf jetzt aber nicht zu viel Geld... Nee, ich muss ein bisschen Gold in die Stage mit reinnehmen. Ja, dann kann ich jetzt noch keinen so Schrein bauen. Ich kann aber auf jeden Fall einen Dämon... Warte mal, kann ich einen zweiten Dämon mir zumindest geben lassen? Schaffen wir es, mit zwei Dämonen reinzugehen? Das wäre krass. Oh, wir können den Beichtstuhl bauen. Ich gucke erstmal kurz, was Dämonen... Ja, ich kann Dämonen 2. Wir machen erstmal Dämonen 2. Können wir trotzdem noch den Beichtstuhl bauen? Ja. So. Machen wir das noch schnell. Alter. Sehr schön. Oh mein Gott, ich hab die Idee. Ich hab die Idee. Ich hab die Idee. Ich mach Felix und Bartman. Die anfängliche Anzahl von Herzen erhöht sich. Ja, ist gut. Ich mach Felix und Bartman zu Dämonen. Dann können die vielleicht nicht gewählt werden, um gegen mich zu kämpfen. Und die sind ja sowieso die höchste Stufe. Fliegt weg und kehrt mit roten Herzen zurück. Du bräuchtest bessere Lebensenergie-Gegenstände. Okay, es sind keine Angriffsdämonen, es sind insgesamt so Herzensdämonen, aber es ist okay. Hauptsache, sie können mir nicht genommen werden. Und das Gute ist, wir sind ja genau 3 YouTube-Leute. Interagieren. Achso, ich kann es hier nur angucken, ja. Das heißt, wenn ich das dritte auch noch freischalte, was brauche ich dafür für das dritte? Das geht sogar schon! Was ist, wenn ich das jetzt da drüber baue? Nicht, dass die dann weg sind? Bleiben die da? Wir lassen das mal. Wir lassen das mal noch. Dann könnte ich nämlich euch drei immer hier reinsetzen.
Dann könnt ihr immer zu Dämonen werden und vielleicht habe ich dann die Chance, also dann könnten wir Veit sogar wiederbeleben. Nach der nächsten Runde, wenn ich das bauen kann. Das klingt voll gut. So, wir nehmen mal Salios die Beichte ab. Ja, ja. Ach so. So, so. Und dann kriegt er... Kann man die damit... Da kann man wahrscheinlich jeden Tag einmal so ein Teil hochleveln. Krass. Okay, pass auf. Ich glaube, dann sind wir jetzt optimal vorbereitet. Und hier noch holen. Zack. Ich glaube, dann sind... Okay. Wir müssen ganz kurz die Tafel machen. Das ist nämlich die letzte hier. Besitztümer Stufe 4. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft Sakrale Architektur. Erhalte plus 5 Glauben, wenn neues Gebäude gebaut wird. Gebäude gebaut, genau. Gebäude gebaut. Erhalte mehr Glauben, wenn du eine Predigt hältst. Wir bauen ja nicht mehr so viel. Wir machen Predigt hoch. Zack. Okay. Ja, das waren jetzt alle, ne? Die nächsten Tafeln sind eigentlich dann nur noch für dieses Sünde-Ding. Wobei wir jetzt auch gelernt haben, dass dieses Sünde-Ding gar nicht so unwichtig ist. Okay, pass auf. Jetzt gehen wir erstmal los. Ich werde schon wieder hier... Dreh schon wieder am Rad. Nein, Kanko, jetzt nicht. Ach, Salios ist ja auch der, den ich ermorden soll, ne? Schwierige Momente. Yo, die Herzen, die dazugekommen. Ah, stimmt, ich hätte was essen können vorher. Ah, siehst du? Eiferschwert, okay. Ja, können wir es mal nehmen, natürlich. So, und der andere Dämon holt einfach so abschnittsweise wahrscheinlich rote Herzen. Wahrscheinlich, als wenn ich sie brauche. Ich weiß es nicht vorher. Aber ich hätte was vorher essen sollen, ja. Habe ich vergessen. Bruder! Mitten ins Gesicht gerannt, das Ding. Okay. Interesting. So, wieder schön Wolle mitnehmen. Ich weiß, dass es Spinnenseide heißt. Ich nenne es halt Wolle. Okay. Okay. Sehr schön. Gut, weiter geht's. Oh no, oh no. Aber wir haben die beiden Dämonen hier. Du kannst mir meine YouTube-Leute nicht mehr nehmen. Ich bin diesmal vorbereitet. Ich bin nicht mehr das, was ich einst war. Ich bin zwar nicht mehr weiß, aber auch kein Narr. Ich weiß, dass das Ende naht. Ich kann in einer Beichte etwas Trost finden. Die Schuld lastet schwer auf meinen Schultern. Ich habe ihm die Idee des Wandels nahegebracht. Denn mein Gebiet ist das Wissen und dieses entwickelt sich stetig fort. Ein natürlicher Zustand für mich, aber für ihn höchst unnatürlich. Der Tod kann nicht rückwärts fließen. Ich war es, der veranlasste, dass er in Ketten gelegt wurde, dass er von uns Vieren in die Unterwerfung gezwungen wurde. Und so wird es auch bei dir sein, Lamm. Knie nieder. Nö. Ein Löwe in der Gestalt eines Lamms. Ich habe nichts anderes von einem Gefäß der Roten Krone erwartet. Sehr gut, der Krieg ist ebenfalls mein Bereich. Oh nee, er macht gar nichts mit meinen Anhängern. Gut. Aber ich wäre vorbereitet gewesen, hätte er es getan. Er hat sozusagen einfach nur den Kampfraum hier beschworen.
einen langen Kampfraum. Geheimes Outfit entdeckt. Hä? Hä? Bruder, ich habe jetzt keine Zeit für Outfit. Wo kommt das denn jetzt her? Okay, so langsam darf dann, glaube ich, mein Kollege mir auch Sachen holen. So. Okay. Erstmal Tarotkarte. Immun gegen Gift. Zerstöre. Ja, das ist das hier. Steine kann ich auch so zerstören. Da nehme ich keine Karte. Oh, wir haben nur 50 Münzen. Wir müssen ein bisschen Münzen. Dingsen. Blaue Herzen Chance. Und weil es jetzt eh gerade Tag ist, habe ich das jetzt mit der Nacht nicht genommen. Aber wahrscheinlich, bis wir beim Boss sind, ist es wieder Nacht. Ich kenn's ja. Alter, ich bin unfähig. So. Okay, sehr gut. Dann kriegen wir hier neue Münzen. Was ist das? Kommt alle her, kommt zu einem Palast des Wunders und der Freude, wo alles, das glänzt Gold ist, versprochen. Höhle des Midas, 7 Tage die Woche geöffnet. Ist das jetzt ein neues Gebiet? Let's go! Finde alle 5 Orte, Anführer des Kreuzzugs, dann ist da auch die letzte Schnecke. Dann ist da auch die letzte Schnecke. Sehr geil. Okay. Okay, Höhle des Midas. Klingt sehr interessant. So, wo ist jetzt eigentlich mein Herzensdämon? Ach, da ist er. Der segelt hier, habt ihr gerade gesehen, da unten ist er rumgeflogen. Wahrscheinlich ist er unterwegs und holt Herzen. Was ja auch seine Aufgabe wäre. So, in der Truhe war schon mal ein Herz drin, das ist gut. Lustig, ich spreche ihn an und er segelt einfach mal so am Bildschirm vorbei. Auch wieder schön. Okay. Also ist er wieder weg. Jetzt ist er wieder weg. Na? Mal gucken, wann wir ihn wieder sehen. So, erstmal hier schön viel Geld holen. Und weiter geht's. Okay, wir gehen immer den Fragezeichenweg. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Oh, scheiße. Glück habe ich das Eisschwert dabei. Also die... Oh mein Gott. Okay, das war... Insgesamt war das jetzt großartig, dass das funktioniert hat. Weil ich jetzt richtig viele Herzen bekommen habe. Hatte da der Dämon damit zu... Drehen, dass er in hohem Alter gestorben. Okay, ja. Kann ich nicht ändern. Aber hatte da der Dämon jetzt mit zu tun, dass das so viele Herzen kam? Oder wären die eh in der Truhe gewesen? Man weiß es nicht. So, sehr schön. Neuer Anhänger. Einer geht, einer kommt. Wo ist der Lebenslauf?
wieder ein langer Kampf für den Anhänger. Aber das ist in Ordnung, gar kein Problem. Sehr gut. Hier geht's richtig ab in der Runde. So, Stufe 3. Und dann kommt noch eine Stufe. Und 4. Ach so, nee, man muss 4 Dinger zum Leuchten bringen. Okay, so rum ist es. Gut, gerettet. So. Gibt's hier noch irgendwelche speziellen Sachen? Ja, Knochen, okay. Knochen holen wir uns natürlich. Ganz klar. Ganz klar, holen wir uns alles. Sehr schön. Und schon die Boss-Stage. Let's go. Zwei Steine. Und Lag. Alter, was? Bruder, der Lag war aber gerade anders real. Geht's wieder? Ja, jetzt geht's nicht. Hä? Hallo, Spiel? Okay, jetzt geht's wieder. Nehmen wir noch auf? Ja, ne? Gut. Yo, was ist das denn? Geht das weg, wenn ich den Raum schaffe? Ja, okay. Sehr schön. Blaues Herz. Ich glaube, das kam von Dämon jetzt, oder? Nicht sicher, aber ich glaube, das kam vom Dämon. Kann auch sein, dass es von der Tarot... Nee, habe ich eine Tarotkarte, die mir blaue Herz? Ich glaube nicht. Ich glaube, in der Runde hatte ich die nicht mitgenommen. Ja, also die Spezialfähigkeit vom Schwert ist auch sehr gut. Kann man auch leveln. Macht man auch nichts verkehrt, wollte ich damit sagen. So, schön lecker Knochen holen, jawohl. Da kommt eine Bombe gleich raus, wenn der kaputt ist. Na gut. Aber man weiß noch nicht, wo es weitergeht so richtig, aber ich gehe mal hier langs. Okay, hier geht es auf jeden Fall richtig weiter. Ja, hier ist Ende, okay. Dann müssen wir nochmal den anderen Weg gehen. Für den Fall, dass wir... Tarotkarten oder sowas noch verpasst haben sollten. Müssen wir noch mal kurz den anderen Weg in Betracht nehmen. Okay. Alter. Ja, hier ist nochmal ein Tarot-Ding. Sehr schön. Oh, und hier gibt es nochmal entweder eine andere Waffe. Mal gucken. Aber Axt würde ich, glaube ich, fühlen. Ich glaube, zur Axt können wir wechseln, wenn die stärker ist. Ja, doch. Doch, 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 doch. Die bessere Axt nehmen wir mit.
So. Allgemeiner Waffenschaden. Let's go. Und wir opfern wieder 40 Münzen. Wir haben genug Herzen. Wir haben genug Herzen, sie müssen sich nur füllen. Ach so, wieder verwerten. Okay. Dann ab zum Boss. Ah ja. Aua. Oh mein Gott, die Axt ist großartig, weil die so schön an ihn komplett rumwerfen kann. Das ist ja Gold. Das ist ja Gold, das Ding. Ja, die Axt ist ja großartig gegen den. Ja, super. Wir eisen ihn sozusagen ein. Aua. Und dann schmeißen wir die Axt gegen ihn. Ja, geil. Super Kampf. So, ab mit dir. Dann haben wir hier rote Beete, Goldklumpen oder kleines Geschenk. Wir nehmen jetzt mal wieder die Goldklumpen mit, glaube ich. So, okay, alles klar. Stufe 2 geschafft. Ohne einen Anhänger zu verlieren. Sehr gut. Aber auch gute Dämonen. Also ich glaube, ohne die beiden Dämonen wäre es an einer Stelle recht schlecht ausgesehen. Wenn wir nicht so viele Herzen von Anfang an gehabt hätten, meine ich vor allem. 2 neue Anhänger mitgenommen sogar. Sehr gut. Und wir kriegen wieder Lore. Oh, wer bist du denn? Du bist also die Kreatur, die dafür sorgt, dass der Äther dieser Welt Wellen wirft und sich verformt. Es ist ewig her, dass ich Bekanntschaft mit einer neuen Art von Idol gemacht habe. Mach so weiter und wir werden uns in Zukunft wiedersehen. Und falls nicht, sei dankbar ob dieses Treffens. Okay. Okay. So. Was ist hier los? Zurück an die Arbeit? Nee, was ist denn los? Sprich mit Felix. Ist der erschöpft? Erschöpft. Ich bin so müde, ich muss zum Schlaf ins Bett geschickt werden. Ja, alles klar. Nee, ach so. Oder hier liegt einfach der Tote wieder rum. Ach, Felix ist erschöpft, weil er Dämon war wahrscheinlich, ne? Ja, aber Felix, dann geh doch auch ins Bett. Ah, jetzt kann ich hier Felix zuordnen. Wieso kann ich jetzt Felix zuordnen? Weil jetzt, wahrscheinlich war jetzt keiner anderer. Ach, was weiß ich. So, Bartman, du kannst auch hier. Nein, Felix, du willst schlafen gehen. Hier, schlafen. Bartman. Schlafen. Eigentlich ist hier ist nicht hier unten. Ach, keine Ahnung. Wurscht. Inspiration. Ich wollte euch nicht unterbrechen, ich will inspirieren. Inspiration. Alter, das Ding ist auch schon. Ich will nicht mit euch quatschen, das Ding ist auch schon voll hier. Nein, ich will erstmal Inspiration sammeln. Ach so.
Oder ich habe keine Ahnung mehr, was wir noch machen wollten, ne? Ja, komm, machen wir mal einfach mal das Ding hier. Oder warte, es muss doch noch irgendwas geben, was ich machen wollte. Ich will es jetzt nicht verschenken. Aber ich habe hier alles, ne? Okay, komm, wir machen mal das Düngelager für den Fall, dass es sinnvoll werden könnte noch. Ich glaub's zwar nicht, aber wir machen es einfach mal. So. Im Endeffekt ist es wurscht. So, wir kommen im Team. Zwei neue Anhänger. Natürlicher Gehorsam, zynisch und Depp. Treibt gerne Unfug, aha. So einer bist du. Ein Depp. Deppen können beten, so. Und der Boss auch noch. Kränklich und Co-Profil, alles klar, let's go. Da ist wieder einer am Kranksein, also am Altsein. Okay, wie sieht es eigentlich tagestechnisch aus? Es ist gleich Nacht, wir machen schnell die Predigt. Dass die uns nicht verloren geht. Dass die uns nicht nochmal verloren geht, ne? So. Sehr schön. Dann leveln wir jetzt nämlich das, was... Womit haben wir gerade gekämpft? Mit dem Schwert, ne? Genau. Zack. Sehr schön. Wunderbar. So. Dann können wir Fight tatsächlich wiederholen. Weil mit meiner Theorie, dass ich aus euch dreien einfach Dämonen mache, dürfte es nicht mehr passieren. Dürfte es nicht mehr passieren, dass das nochmal schief geht. So. Ich bin gespannt, Fight, ob du jetzt die Krankheit hast oder ob du einfach fein bist. Das könnte ich jetzt machen, aber ich... Warum sollte... Aber das ist das Einzige, was man hier auswählen kann. Ich mach's jetzt mal und wir gucken, was passiert. Oh, Fight sieht nicht so gesund aus. Ah, jetzt hat man das hier anders dargestellt tatsächlich. Ach, gucke mal. Jetzt muss man hier die verschiedenen... Ich verstehe. Ja, okay. Ja, okay. Dafür muss man diese Sünde herstellen. Ja, okay, okay. Es wäre mal was für das Interesse, wenn wir mal weit genug durch sind. Ja, Fight hat die Eigenschaft katatonisch. Ja, okay. Jetzt hat er hier Stufe 1. Ich verstehe. Das ist cool, aber es ist nicht notwendig. So, Fight. Let's go. So, du bist wieder richtig back. Du bist wieder richtig back. Und du gehst auch schon zu deinem... Moment, stopp. Du gehst nicht zu deinem... Stopp, 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 stopp. Du gehst nicht zu deinem Haus. Da ist dein neues Haus. Sehr gut. Und Salios ist dann jetzt hier drin. Wunderbar. Sehr schön. Ich weiß nur bisher immer noch nicht, warum das eine Mal nicht einfach wechseln konnte. Aber hey, ist ja egal. So. Oh. Muss hier mal wieder Dünger reinsetzen. So,
So, es wird Nacht, wunderbar. Habe ich hier nicht was in Auftrag gegeben? Ist alles leer? Okay, scheinbar ist alles leer. Okay, das ist auch wieder weg. Großartig. Okay, wir wollten das Ding erweitern. Kann ich das jetzt schon machen? Ja, sehr geil. So, das ist auf jeden Fall wichtig. Und wen soll ich ermorden? Ach, Salios. Das ist ja perfekt, dass du hier drüben bist. Oh ne, das bist du auch schon. War da nicht gerade Salios? Wo ist denn der? Wo ist Salios? Hä? Teufel? Eva, Harion? Sag mal, kann ich nicht lesen? Wo zum Teufel ist Salios? Ich will nicht Gedanken lesen. Ich will inspirieren. Wieso soll ich schikanieren wollen? Ich will inspirieren. Oh, wer? Jetzt ist er so ein Feigling-Ding, okay. Dann halt so. Ach, er ist der Neue. Er hat so diese Feigling-Eigenschaft, okay. Aber wo zum Teufel war jetzt Salios? Manchmal verstehe ich echt die Welt nicht mehr, ne? Horare. So, pass auf. Machen wir mal so. Und hier auch. Von allem ein bisschen. Da ist Salios. Wo zum Teufel warst du? Ah, Chef. Wie lange dauert die Quest? Ja, ich habe nicht mehr so viel Zeit für die Ermordung. Ja, im schlimmsten Fall geht die Quest verloren. Wäre jetzt auch kein Drama. Ach so, nee, man levelt nicht immer hoch. Man levelt nicht immer hoch. Auch interessant. Okay, okay, okay. Bei Bartman wird es zum Beispiel nicht reichen. Bei Fight wird es reichen. Gut, pass auf. Dann machen wir Fight. Dann kann der vielleicht auch der nächste Jünger werden. Ja, so. Sehr interessant, was du so erzählst. Ja, bleib doch hier. So, was hat Fight eigentlich für einen Dämon? Explodiert in seiner Nähe. Okay, du bist so ein Explosionsdämon. Finde ich gut. Können wir gut gebrauchen. Dann haben wir zwei Herzensdämon und einen Angriffsdämon. Ist okay. So. Und das ist dann mein Schutz. Oh, ich habe hier keinen. Okay.
Jetzt können wir mal genau hingucken, ob die noch schneller werden. Ich glaube, eins alleine macht es aus, oder? Ich glaube, eins davon kann weg. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, ob da ein oder zwei stehen. So. Okay, halten wir Predigt. So. Sehr schön. Und ich glaube, jetzt kann ich dann mir das neue Gebiet mal angucken. Okay, nachdem wir hier gemacht haben. Zalius ist erkrankt. Was ist jetzt wieder passiert? So, erstmal du Bettruhe. Warum bist du erkrankt? Bettruhe. Ah, wir müssen... Können wir schon wieder opfern? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Nee, aber bald. Okay, mal gucken, ob die so lange noch aushalten. Mal gucken, ob die so lange noch aushalten. Ich bin gespannt. So, wie gesagt, wir gehen jetzt ganz schnell einmal in das neue Gebiet. Ich will die nächste Schnecke erstmal freischalten. Und gucken, was es hier überhaupt gibt. Höhle des Midas. Okay, ich sehe schon mal Tarotkarten. Willkommen, willkommen, seht her, wir haben einen Besucher. Oh, hört auf zu lachen. Unser Gast mag nicht viel hermachen, aber nicht alles, was Gold ist, glänzt. Mein lieber neuer Freund, die Höhle des Midas bedient eine ganz bestimmte Klientel. Wenn du die erforderlichen Voraussetzungen erfüllst, willkommen. Falls nicht, bitte sieh dich um. Du bist mein Gast hier. Stöbere ruhig ein wenig herum. Sollst du Fragen haben, ist Midas dir gerne behilflich. Ansehen. Hier vertrauen wir den Göttern unser kostbares Gold an. Manchmal geben sie uns in ihrer Güte mehr davon zurück. Doch bisweilen ist es verloren. Aber es steht uns in einfachen Sterblichen nicht zu, das zu hinterfragen. Anwesende ausgeschlossen, natürlich. Aber um einen solchen Dienst in Anspruch zu nehmen, verlangt unsere Gemeinschaft eine, nennen wir es Spende. Wie man mit deinem Talent, sagen wir, 10 Goldbarren. Ja, das ist schwierig jetzt. Okay, hier muss ich... das wollen wir alles nicht, das interessiert mich auch nicht. Die Tarotkarten hier. Ah, oh, die kosten auch alle Goldbarren. Ich glaube, du bist wahnsinnig. Ich bin mir sicher, dass große Anführer von deinem Kaliber reichlich kostenlose Hingabe von ihren Anhängern erhalten. Aber sicherlich könnte eine Visionär wie du immer mehr gebrauchen. Wir können dir unsere Hingabe zu einem tollen Preis anbieten. Der Preis steigt, je mehr du willst, und er sinkt, je länger du wartest. Die Frage ist eher, wie lange du versuchen widerstehen kannst. 10 Hingabe für eine Münze garantiert nicht. Okay, also hier scheint jemand sehr aufheben. Aha. Ein Sternanhänger. Okay, sieht interessant aus. Hier scheint jemand sehr geldgierig zu sein. Anhänger opfern. Safe opfere ich hier keinen Anhänger. Warte. Ich meine, kann nicht wiedererweckt werden. Okay, aber das ist bei Alten ja, die nicht YouTuber sind, ist mir das ja wurscht. Damit komme ich klar. Wir probieren, ich will wissen, was passiert. Wir probieren das aus. Tora, mach's gut. Wahrscheinlich wird jetzt auch zu so einem Goldklumpen. Ja, oh mein Gott. Tatsächlich. Wunderbar, wunderbar. Ja, viel besser. Ich habe noch ein paar mehr davon, falls du mir helfen willst, meine Sammlung zu vergrößern. Ja, ich muss es ja machen, wenn ich so ein Ding dafür bekomme.
Dann gehört das ja zu den 100%. Ja, aber ich kann jetzt nicht hier... Ich kann jetzt hier aber nicht jedes Mal einen Anhänger opfern. Zuhören. Ein Kriechtier war er, eine dreckfressende Beute. Funkelnde Münzen, gefunden unter dem Abschaum, die einst verlor, ein Pirat mit vielen Beinen. Schöner, glänzender Preis für alle, sie alle wollen, sie alle wollen. Sie alle wollen, nichts bleibt, Blut wird von der Flut hin fortgespült. Er wartet und nimmt, sogar Dreckfresser haben Zähne. Niemand kann mir jetzt helfen. Okay. Aber wo ist die Schnecke? Hier! Das war die letzte Schnecke. Was passiert jetzt? Ah, eine Anhängerform. Eine Schnecke. Alles klar. Ich verstehe. Alter, das ist... Boah, aber 10... Will ich da... Ja, irgendwann muss ich wahrscheinlich... Muss ich gucken, was da passiert. 10 Goldbarren kostet das, was auch immer man da machen kann. Okay, okay, okay. Ich hab schon wieder vergessen, was hier war. Hat das hier noch irgendeine Relevanz für mich oder habe ich das hier abgeschlossen? Ach, der wildes Auge des Zeugen, ja natürlich. Ich erinnere mich. Okay, oh mein Gott, ey. Alle wollen sie Goldbarren. Ja, aber dann haben wir immer jetzt mal die Schnecke, die Schneckengeschichte erledigt. So. Wir haben heute schon gebeichtet. Ist auch gleich wieder Nacht. Es ist auch gleich wieder Nacht, dann kann ich Salios noch ermorden, wenn wir schnell genug sind. Aber das könnte knapp werden. Ich glaube, wir versauen die Quest. Wieso bist du... Wieso seid ihr jetzt in... Bettruhe. Warum geht ihr nicht ins Bett, wenn ihr krank seid? Überall Ausrufezeichen. Überall Ausrufezeichen. Machen wir mal alles weg hier. So. Okay, ja. Alles braucht Goldbarren. Alles braucht Goldbarren. Wahnsinn. So, aber hier müsste jetzt alles voll sein, ne? Hargion hungert. Mein Gott, es ist eh gleich Nacht. Was ist jetzt passiert? Quest fehlgeschlagen. Och, Bruder. Dekoration, ja, machen wir. Ich baue Dekoration, während ihr pennt. Okay, wir könnten mal ein bisschen was anderes bauen. Wir haben jetzt ja genug Sachen. Nichts mit Blöcken. Das auf keinen Fall. Spezialevent. Was für Spezialevent? Ich bin so brutal überfordert, ne? Riesiger Schädel. Der passt da gut hin. So. Nein, ich will... So... Wir müssen dann gleich Predigt machen, dass der Glaube gleich wieder steigt. Auch wenn jetzt durch die Gebäude ein bisschen steigen sollte. Und wir hatten ja, genau, da ist es jetzt, ne? Wir kriegen jetzt mehr Glaube, wenn wir Dekorationen bauen. So.
Sehr schön. Wie es aussieht. Okay, wunderbar. Außen brauchen wir wieder so ein Holzding. Und das Ganze in der Steinvariante. Oh, kein Geld. Kein Geld, kein Problem. Einmal kurz Anhängerfleisch verkaufen und Geld ist wieder am Start. Jetzt habe ich nur wieder Bedenken, dass wenn ich das jetzt irgendwie zu nah... Ja, dann... Komm, wurscht. Dass sie dann daran nicht arbeiten können, aus irgendeinem Grund. Wir machen es mal so. Okay, ich habe scheinbar gerade keinen Samen, den ich deponieren kann. Ja, tatsächlich. Okay. Schnell, Masseninspiration. Du bist immer noch krank, ne? Leg dich mal... Nee, leg dich mal wieder hin, Freund. Ah, nee, du bist nicht krank. Du hast... Ach, du hast Hunger. Ja, ja, kümmern wir uns drum. Ich bin ja schon dabei. Wir machen mal kurz wieder ein bisschen Bären. So. Ich will nämlich auch mal so eine Bärenschüssel essen. Ja gut. Für das nächste Herz. So. Deine Anhänger hungern nicht mehr. Wunderbar. Haben wir hier schon inspiriert? Ja. Na komm, wir machen Predigt und dann ist gut. Dann haben wir genug gemacht heute. So, nächste Waffe. Ich denke, die Axt können wir mal leveln. War auch sehr sinnvoll, dieses Werfen. Dann sind es nur noch 2 Stufen, dann haben wir alles. Oder? Scheint so. Und die nächste Tafel. Ja, let's go. Dann geht jetzt aber nur noch in Richtung Sünde, ne? Oh, wir haben wieder was voll. Ich sehe ich auch. Dann holen wir uns als nächstes... Lebensenergie wird halbiert. Klingt halt echt nicht geil. Ah, das hier. Ich werde es eh nicht anziehen, von daher, ne? Wurscht. Aber... Joa. Ja, wir können nur noch die Sünde bearbeiten. Und das ist ja so gefühlt optional. Das ist ja gefühlt optional. Wähle einen Anhänger aus, der die Sünde anderer auf sich nimmt. Gewährt Sünde. Anhänger verspeisen einen ausgewählten Anhänger. Erzeugt volle Sünde, aber 40 Glauben geht verloren. Gottes Willen, nein. So. Jawollo. Ja, da ist jetzt dieses Ding. Also ich weiß noch nicht, was ich von diesem Sündending so halten soll, ne? Aber das ist jetzt wurscht. Okay. Oh,
B, das kann man noch machen. Ah, hier ist wieder zu spät dran gedacht, ne? Blöd. Hab ich jetzt wieder zu spät dran gedacht. Auf jeden Fall einen, der levelt. Ja, dann Salios, komm, let's go. Er hatte immer noch Hunger. Ich dachte, der war... Wir haben doch gerade gesagt, die hungern nicht mehr. Ich dachte, der hungert nicht mehr. Bin irritiert. Ach nee, der ist jetzt... Der ist krank. Okay, dann soll ich sich hinlegen. Dann soll er sich hinlegen. Sehr gut. Goldene Haufen, wichtiger Haufen. Kann es sein, dass die nicht mehr auf die Toilette gehen können, weil die... Habe ich die Sachen jetzt alle eingebaut? Kann ich jetzt bitte, wenn ich das jetzt bearbeite, nicht X... Nein, ich muss X drücken. So rum ist es richtig. Woher kann ich denn wissen, dass das alles so... Machen wir es mal hier hin. Nee, ich muss es in die Nähe von dem Reinigungsteil machen. Machen wir es mal hier hin. Mir scheint, das ist keine gute Idee, das alles so zusammen, ne? Und eins davon können wir wegnehmen, habe ich auch festgestellt. So. Aber das war wirklich eine... Ich geh gar nicht drüber, ich gehe gar nicht drüber. Das war wirklich... Dass du nicht mal gefragt wirst, so willst du das wirklich entfernen. Du verlierst massig Ressourcen, wenn du dumm bist. Das ist echt kritisch. Na gut, so. Das ist schon wieder der nächste. Das nächste Level-Up ist schon wieder drin. Den Schneider müssen wir noch bauen, ja, stimmt. Den Schneider müssen wir noch bauen. Kann ich den schon bauen? Ne, da fehlen zwei Goldblöcke. Wir machen jetzt mal nur Goldblöcke. Okay, geht gar nicht so viel. So viele Goldblöcke kann ich gar nicht herstellen, wie ich gerne hätte. Ärgerliche Momente. So. Aber davon kann ich ganz viel herstellen. Eieiei. Ich glaube, ist der außer Reichweite von dem jetzt? Oder braucht Holz einfach länger als Goldblöcke? Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch wurscht. Okay, 1:08. Ich glaube, wir holen uns noch die Quest hier ab. Shalamba, geil. Schön. Drayton ist nicht mehr krank, hurra. Im Moment ist nur... Ach, Bartman ist auch noch krank, ne? Aber ich habe eh nicht genug Blumen. Eieieiei. Gut. Ich hoffe, ich habe jetzt an alles gedacht, was ich so machen wollte über die Zeit. Des Parts. Hoffe ich wirklich. Langsam wird's voll hier. Langsam wird's sehr voll und unübersichtlich. Aber wir nähern uns ja auch dem Ende des Spiels. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Zumindest dem Hauptende.